Letzte Woche war ich beim Sicherheitspolitischen Jahreskongress des Reservistenverbands Baden-Württemberg und habe dort unter anderem mit Julia Weigel sprechen können. Sie ist Journalistin für Sicherheitspolitik und habe mit ihr dort darüber gesprochen, warum Sicherheitspolitik uns alle etwas angeht und warum auch gerade junge Menschen sich dafür begeistern sollten. Und ja, schauen wir rein. Mein Weg in die Sicherheitspolitik war ein Zufall. Ich habe als Redakteurin und Volontärin einer Tageszeitung zufällig Kontakt mit Bundeswehr gehabt und fand das Thema dann spannend und bin sozusagen hängen geblieben. Also es ist wichtig für junge Menschen, dass sie sich in der Sicherheitspolitik engagieren, weil Sicherheit natürlich alle betrifft, auch junge Menschen. Und die Interessen von jungen Menschen können halt nur dann wirklich richtig berücksichtigt werden, wenn sie sich auch engagieren und einbringen. Also das Thema Sicherheit, Sicherheitspolitik geht natürlich alle an und natürlich sind auch junge Frauen von Sicherheit oder fehlender Sicherheit betroffen. Wenn Sie sich jetzt, Sie sind ja ein Mann, der mich gerade interviewt, wenn Sie sich fragen, was kann ich tun, damit mehr Frauen in meiner Organisation sind, in den Gremien, in denen ich engagiert bin, dann würde ich erstens mal die Frauen fragen, was habt denn ihr für Probleme hier und die auch ernst nehmen. Und zweitens auch mal die Frauen, die nicht bei Ihnen sind, auch mal fragen, können Sie ja vielleicht über Social Media auch oder über Freundinnen oder so mal fragen, warum kommt ihr eigentlich nicht zu uns, was hält euch ab? Und dann wirklich zuhören. Und wenn sie dann merken, dass die Strukturen, die sie aktuell in ihren Gremien haben, einfach sehr, sehr unangenehm machen, dort zu sein und es eher ein Kampf ist, dann würde ich wirklich Systeme aufsetzen, die die Strukturen verändern. Es reicht nicht, dass einzelne Leute einzeln ein bisschen was machen, sondern das Thema Sicherheit, auch Sicherheit, persönliche Sicherheit in zum Beispiel den Gremien, wo sie sagen, es sind zu wenig Frauen, ist ein strukturelles und da braucht es andere Strukturen, andere Systeme mit Vereinbarungen, die alle gemeinsam treffen.